Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder mit dem nächsten Video. Es hat ein bisschen gedauert, knapp 3 Monate. Ich war einen Monat in Schweden, habe dort für Leute die Wohnung gehütet und 2 Katzen versorgt. Und nach meiner Rückkehr haben wir beschlossen, umzuziehen, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen, das Haus zu verkaufen und dann alles, was dazugehört. Und das Haus ist inzwischen verkauft. Es hat noch nicht mal eine Woche gedauert, bis wir einen Käufer hatten. Der Vertrag wird die nächsten Tage unterschrieben. Und ja, es gibt viel zu tun. Da ist zu räumen und wegzugeben und zu verschenken und einzupacken und zu putzen. Und jo, ne? Also das erklärt so ein bisschen, warum ich die letzte Zeit kein Video gemacht habe. Ich bin eigentlich erstaunt, dass ich jetzt schon dazu komme. Aber das muss jetzt einfach mal sein. Heute geht es um das Thema Eiweiß. Ich habe ein Video reinbekommen von Diet Doctor. Das ist eine Website in Schweden, gegründet von Dr. Andreas Ehnfeld. Und der Gesprächspartner dieser Organisation ist Dr. Brad Scher, der mit 3 Spezialisten über das Thema Eiweiß gesprochen hat. Das sind Dr. Adele Haidt, PhD, Franziska Spritzler, registrierte Ernährungsberaterin, und Dr. Andreas Ehnfeld, der Gründer der Diet Doctor Website. Sie sind alle Spezialisten auf diesem Gebiet mit sehr viel Erfahrung und sie kennen sich insbesondere auch durch ihre persönlichen Erfahrungen sehr gut mit dem Thema Eiweiß aus. Die Links findet ihr wie immer in der Beschreibung. Low Carb bedeutet wenig Kohlenhydrate und das bedeutet normalerweise viel Fett. Das Thema Eiweiß fällt ein bisschen durch das Raster und man denkt, naja, kann nicht so wichtig sein. Wir fangen an mit Adele Haidt. Eiweiß, sagt sie, ist ein sehr wichtiges Thema bei der Ernährung. Wir brauchen für die reibungslose Funktion unseres Körpers eine bestimmte Eiweißmenge. Es muss noch nicht mal ein Eiweißmangel vorliegen, auch eine grenzwertige Situation, die durch zu viel Kohlenhydrate und oder Fett verursacht wird, sorgt schon für eine ungeeignete Verschiebung, aus der dann irgendwann ein Mangel entstehen kann. Die gängigen Empfehlungen für Eiweiß lauten 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und man denkt, das ist die Obergrenze, aber nein, das ist die Untergrenze. Das wird aber nicht dazu gesagt. Um eine gute Eiweißversorgung zu gewährleisten, müssten wir diese Zahl eigentlich verdoppeln. Es gibt keine richtig gute Mess- und Berechnungsmethode dafür, was die optimale Menge sein soll. Es stellt sich auch die Frage, optimal für was eigentlich? Aber man kommt immer mehr dahinter, dass beim Eiweiß ein bisschen zu viel besser ist als ein bisschen zu wenig. Bei Kohlenhydraten ist der Mindestbedarf 0. Einen Kohlenhydratmangel gibt es nicht. Bei Eiweiß und Fett ist das anders. Unsere moderne Ernährung enthält allerdings mehr als genug Fett, sodass wir uns um dieses Thema nicht so sehr kümmern müssen. Der Fokus sollte deshalb auf dem Eiweiß liegen. Wer abnehmen will, konzentriert sich entweder normalerweise auf Low Fat oder Low Carb, also wenig Fett oder wenig Kohlenhydrate, und Eiweiß kommt in dieser Gleichung irgendwie gar nicht vor. Man sollte sich vertraut machen mit der Protein Leverage Hypothesis. Das ist eine Hypothese, die besagt, dass alle Säugetiere, also auch der Mensch, so lange isst, also so lange Nahrung zu sich nimmt, bis der Körper meldet, dass er genug Eiweiß bekommen hat. Leider enthält unsere aus Fastfood und Fertigprodukten bestehende Ernährung pro Kalorie viel zu wenig Eiweiß. Und deswegen essen wir immer weiter, bis der Bedarf irgendwann gedeckt ist. Und das Ergebnis ist ein Kalorienüberschuss mit den entsprechenden Konsequenzen, sprich Übergewicht, Fettleibigkeit. Dieses Problem kann man umgehen,
indem man alles um das Eiweiß herum gruppiert. Also Eiweiß zu dem wichtigsten Bestandteil seiner Nahrung macht. Die Entwicklung in den letzten 5 Jahrzehnten, in denen die Leute weniger Eiweiß und immer mehr Kohlenhydrate und Fett gegessen haben, ist eine Bestätigung dieser Hypothese. Es wird darüber nie eine wissenschaftliche Studie geben, aber ihr braucht euch nur umzuschauen und euch die Leute anzugucken, die um euch herum sind beim Einkaufen oder so. Dann habt ihr den Beweis. Unter Rinderzüchtern ist dieses Phänomen bestens bekannt. Soll das Vieh mehr Fett ansetzen, dann reduziert man einfach den Eiweißanteil. Das führt dazu, dass sie mehr fressen und dicker werden. Keine weitere Maßnahme erforderlich. Will man dagegen abnehmen, dann macht man das Gegenteil. Man erhöht den Eiweißanteil in der Nahrung und bingo, ebenfalls keine weitere Aktion erforderlich. Dieser Mechanismus funktioniert bei Rindern und Menschen gleichermaßen. Jetzt seht ihr mal wieder, wie unsinnig unsere Empfehlung, weniger essen und mehr bewegen, eigentlich ist. Eiweiß ist ein essentieller, also unverzichtbarer Nährstoff. Wir brauchen es für die Sättigung einerseits und andererseits für den Aufbau und den Erhalt der Muskelmasse, der Knochen und viele andere Bausteine im Körper. Das Geheimnis von Low Carb ist, dass die Kohlenhydrate reduziert werden. Soweit ist das bekannt. Und das bringt sehr viele positive Veränderungen mit sich. Im Laufe der Zeit sinkt bei den meisten Leuten auch der Fettverzehr. Und dadurch erhöht sich prozentual gesehen oder im Verhältnis gesehen automatisch der Eiweißanteil. Aha, interessant, oder? Wenn man keine hochverarbeiteten Kohlenhydrate mehr isst und dadurch die Stimulation des Belohnungszentrums des Gehirns entfällt, dann fällt es leichter, weniger zu essen, ohne zu hungern. Die Leute essen also bei dieser Ernährungsform weniger und fühlen sich trotzdem satt, fit, aktiv, kraft- und energiegeladen. Und ja, welche Rolle spielt das Fett? Das Fett ist ebenfalls essentiell, also unverzichtbar und deswegen wichtiger Bestandteil unserer Ernährung. Fettarm war noch nie die Lösung. Fett ist außerdem ein Geschmacksträger und verhindert, dass wir zu wenig essen. Es erhöht den Genuss, es schmeckt alles besser. Eine Kalorienreduktion verändert den Stoffwechsel, weil dann nämlich auch weniger Energie verbraucht wird und dann auf Sparflamme gewirtschaftet wird und deswegen ist das kontraproduktiv. Die beste und angenehmste Art abzunehmen ist ein hoher Eiweißanteil mit ausreichend Kalorien. Es gab eine Zeit, da war man der Meinung, dass Kohlenhydrate nicht dick machen und dass man davon so viel essen kann, wie man will. Das war zu Beginn der Ernährungspyramide in den 70er, 80er Jahren. Jetzt denken wir, dass das auf das Fett ebenfalls zutrifft, solange wir die Kohlenhydrate ausreichend reduzieren. Aber weder das eine noch das andere ist richtig. Den Unterschied machen am Ende trotz allem die Kalorien. Insulin ist das Thema, war schon oft das Thema in meinen Videos, wird auch weiter immer wieder das Thema sein. Null Insulin gibt es nicht. Die Bauchspeicheldrüse produziert immer Insulin, egal was wir essen. Die Diabetiker vom Typ 1 wissen aus leidvoller Erfahrung, dass sie Kieselsteine essen könnten und selbst das würde die Insulinproduktion steigern, weil bei denen alles aus dem Ruder ist. Also, die Bauchspeicheldrüse reagiert auf jede Art von Nahrung und sogar Nicht-Nahrung, wie gesagt, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. Der Ausdruck Fettspeicherhormon sagt eigentlich alles. Also Insulin ist ein Fettspeicherhormon. Wer viel Insulin in seinem Blut zirkulieren hat,
der setzt automatisch mehr Fett an als jemand, der dies nicht hat, bei dem das anders ist. Ein sehr großer und sehr aktiver Mann kann natürlich mehr essen als eine kleine Frau mit sitzender Tätigkeit. Bei der Umstellung auf Low Carb kann etwas mehr Fett durchaus hilfreich sein, aber mehr Fett geht oft zulasten von Eiweiß und das ist nicht zielführend. Fett hat außer einem guten Geschmack relativ wenig zu bieten. Es enthält kaum Nährstoffe. In der Butter gibt es ein bisschen Vitamin A und damit erschöpft sich das Angebot an Nährstoffen auch schon. Bei Zucker und Getreide spricht man von leeren Kalorien, aber auf das Fett trifft das eigentlich noch viel mehr zu, weil es pro Gramm mehr als doppelt so viel Kalorien hat wie Kohlenhydrate. Der Mensch neigt dazu, von einem Extrem ins andere zu verfallen. Erst möglichst wenig Fett, dann möglichst viel. Und beides ist im Grunde nicht ideal. Manchmal wird vor zu viel Eiweiß gewarnt, weil es zum Beispiel für die Gluconeogenese verwendet werden kann. Das ist die körpereigene Zuckerproduktion, Glukoseproduktion. Und diese ist kontraproduktiv, wenn das Ziel eine Ketose ist. Viele denken, dass eine möglichst hohe Zahl an Ketonkörpern eine Reihe von positiven Reaktionen im Körper nach sich zieht. Aber die Ketose ist nicht der Beginn dieser Reaktionskette, sondern ihr Ende. Also weniger Kohlenhydrate bedeutet weniger Glukose im Blut, bedeutet weniger Insulinausstoß. Jetzt kann das Körperfett verbrannt werden, aber nur solange sowohl Glukose als auch Insulin niedrig sind. Es ist diese Fettverbrennung, die am Ende die Ketonkörper produziert. Also es hat keinen Sinn, durch die Gegend zu rennen mit einem Schild, auf dem steht, wie hoch man seine Ketonkörper gebracht hat. Weil wenn ihr ein halbes Pfund Butter esst, dann habt ihr ganz, ganz viele Ketonkörper in eurem Körper. Aber das bedeutet nicht, dass der Körper sie auch verbrennt. Das sind dann auch nur wieder leere Kalorien. Eiweiß zieht natürlich einen gewissen Insulinanstieg nach sich. Dieser ist aber deutlich geringer als bei Kohlenhydraten. Ohne Insulin kann Eiweiß gar nicht verstopft, verwechselt werden. Aber zu viel Insulin stoppt die Fettverbrennung. Also man muss das Happy Medium finden, die goldene Mitte. Was ist optimale Ketose und was ist wichtig? Wenn man das Wort optimal hört, sollte man sich immer fragen, optimal für was? Optimierung ohne Ziel ergibt keinen Sinn. Gibt es ein optimales Level bei der Ketose für Gewichtsverlust? Nein, dieses kann es nicht geben, weil die Ketose das letzte Glied der Reaktionskette ist und nicht das erste. Ketonkörper fördern also nicht die Fettverbrennung, sondern es ist die Tatsache, dass man Fett verbrennt, die zu einer Ketose führt. Mehr Fett essen, um Ketonkörper zu produzieren, das geht, wie gesagt, mit einer großen Menge an Butter oder anderem Fett, ist völliger Unsinn, weil der Körper dann das Fett aus der Nahrung verbrennt und nicht das körpereigene Fett. Es gibt Gründe, die für eine hohe Konzentration an Ketonkörpern sprechen, wie im Fall von Epilepsie, wo dies oft die einzige Möglichkeit ist, einem kranken Kind zu helfen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es absolut in Ordnung, mehr Fett zu essen. Ketonkörper sind eine alternative Energiequelle für das Gehirn, die keine epileptischen Anfälle auslöst. Also der Zweck heiligt die Mittel. Auch bei Menschen mit beginnender oder sogar fortgeschrittener Epilepsie können die kognitiven Fähigkeiten durch eine Auch bei Menschen mit einer beginnenden oder sogar fortgeschrittenen Demenz können die kognitiven Fähigkeiten durch eine ketogene Ernährung dramatisch verbessern, so jetzt. In allen anderen Situationen verhält sich der positive Effekt in sehr überschaubaren Grenzen. Und wenn das Ziel Gewichtsverlust ist, dann heißt das Motto Kohlenhydrate, Fett und Insulin runter, Eiweiß rauf. Ob dabei Ketonkörper entstehen oder nicht, ist Nebensache.
Wer sich gut fühlt bei dem, was er macht und Erfolg hat, Gesundheit, Laborwerte, Gewichtsverlust, der sollte nicht lange nach neuen Erklärungen suchen, sondern einfach weitermachen wie bisher. Mit zunehmendem Alter verändern sich im Körper verändern sich Körper und Stoffwechsel. Was mit 20 gut war, muss mit 40 nicht unbedingt genauso gut sein und mit 60 ist auch wieder alles ganz anders. Auch der Eiweißbedarf verändert sich. Ältere Menschen essen oft insgesamt weniger und was sie essen, wird nicht mehr so gut verstoffwechselt wie früher. So entsteht schnell ein Mangel. Also sie brauchen mehr Eiweiß, aber das Eiweiß, das sie essen, wird nicht so gut verstoffwechselt, ist nicht mehr so bioverfügbar. Also haben sie ein doppeltes Minus. Also gerade ältere Menschen müssen viel mehr Eiweiß essen. Vor 50 Jahren wurden die unsäglichen Ernährungsrichtlinien eingeführt, die uns entgegen aller Prophezeiungen nicht viel Gutes gebracht haben. Wir tun seit 50 Jahren, was uns empfohlen wird und das Einzige, was wir davon haben, ist, dass wir immer dicker und immer kränker werden. Insbesondere ältere Frauen haben oft eine falsche Vorstellung davon, wie viel Eiweiß genug ist. Eiweiß führt bei diesen Leuten ein Schattendasein. Mit Kohlenhydraten und Fett, vor allem in Kombination der beiden, kann man viele leckere Sachen machen. Also macht man weiter wie bisher mit den entsprechenden Folgen. Das war das, was Adele Haidt zu dem Thema sagt. Die zweite Gesprächspartnerin von Dr. Butcher ist Franziska Spritzler, ihres Zeichens Ernährungsberaterin. Sättigung bedeutet, dass man sich nach einer Mahlzeit angenehm satt fühlt, nicht überfressen, nicht mehr hungrig. Verschiedene Nahrungsmittel machen unterschiedlich satt und die beste Sättigung erreicht man mit Eiweiß, weil es besser als Fett und Kohlenhydrate die Sättigungshormone aktiviert und Hungerhormone wie Ghrelin reduziert. Eiweiß macht also besser satt, die Sättigung hält länger an und man ist deshalb nicht geneigt, sich bei der nächsten Mahlzeit zu überfressen oder bei der nächsten Gelegenheit. Es gibt keine Heißhungerattacken und wer es so macht wie ich, hat eigentlich überhaupt keinen Hunger mehr. Wie satt man sich nach einer Mahlzeit fühlt und wie viel man den Rest des Tages isst, sind ein guter Gradmesser für die Sättigung. Fett hat zwar auch eine sättigende Wirkung, aber um die gleiche Sättigung zu erreichen, muss man beim Fett mehr essen und hat damit ein Vielfaches der Kalorien. Ja, und was ist mit den viel gepriesenen Ballaststoffen? Die Dehnung des Magens hat einen Einfluss auf die Sättigung. Ballaststoffe binden sich oft an Wasser, was das Volumen vergrößert und damit die Sättigung. Wie viel Eiweiß ist also empfehlenswert? Unter High Protein versteht man mehr als 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Aber davon sind die meisten Menschen sehr weit entfernt. Die goldene Mitte liegt bei 1,2 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist immer noch deutlich mehr als empfohlen wird. Mehr als 2 Gramm sind auch kein Problem, aber nicht unbedingt notwendig. Ab einem gewissen Punkt verbessert mehr Eiweiß nichts mehr und wird einfach ausgeschieden. Der Körper nimmt sich, was er braucht. Die Natur weiß, was sie tut. Eiweiß ist nicht gefährlich. Es ist ein Baumaterial für den Körper und dient nur bei Bedarf der Energieherstellung, also der Gluconeogenese, weil es zu viel Aufwand ist für den Körper, also die Umwandlung von Eiweiß in Energie, in Glucose. Das geht, der Körper kann alles in Glucose umwandeln, aber es ist mal mehr und mal weniger aufwendig. Und beim Eiweiß verliert er ungefähr ein Viertel der zur Verfügung stehenden Energie. Und das lohnt sich nur in wirklichen Hungerzeiten, in Notzeiten. Wer es genau wissen will, kann seine Werte testen. Wer seinen Eiweißanteil in der Nahrung vergrößern möchte, kann damit anfangen, einfach mehr mageres Fleisch und Fisch zu essen. Auch Eier, Quark, griechischer Joghurt und so weiter sind gute Eiweißlieferanten. Käse enthält auch viel Eiweiß, aber auch sehr viel Fett.
Vegetarier erreichen ihr Ziel mit Milchprodukten, vor allem Quark. Fischesser sollten keinerlei Probleme haben. Wer über die Nahrung sein Ziel nicht erreichen kann, sollte es mit Kollagen oder Gelatine versuchen. Darüber habe ich auch ein Video gemacht. Proteinshakes haben oft zu viele Inhaltsstoffe, die niemand will oder braucht. Und deshalb sind sie nicht empfehlenswert. Durch den oft süßen Vanille- oder Schokogeschmack stimulieren sie bei Zucker-Junkies, Insulin-Junkies, das Suchtzentrum. Gleichzeitig enthalten sie aber so gut wie keine Nährstoffe, also leere Kalorien. Deshalb sollten Proteinshakes die Ausnahme bleiben. Whey-Protein macht sehr, sehr schnell satt, aber die Sättigung hält nicht lange vor, weil Fett und Ballaststoffe fehlen. Also ihr seht, es ist eine Ausgewogenheit, spielt eine gewisse Rolle. Ich habe mich eine Zeit lang nur mit tierischen Produkten ernährt und das geht gut. Ich habe mich gut gefühlt. Es war alles da. Energie, Kraft, Ausdauer, kein Problem. Mentale Klarheit und so weiter. Aber ich stelle fest, was die Sättigung betrifft, wenn man ein bisschen Pflanzliches dabei hat, dann ist das noch besser. Also ein paar Ballaststoffe sind sicher kein Fehler. Man muss es nicht übertreiben. Gesundheitsinteressierte neigen dazu, die Nahrung in ihre Bestandteile zu zerlegen, wie ich das ja auch mache. Aber wenn man gesunde Lebensmittel isst, muss man sich darüber eigentlich keine Gedanken machen. Beim Hühnerfleisch, die Haut zu entfernen, ändert nicht viel am Verhältnis zwischen Fett und Eiweiß, mindert aber das Geschmackserlebnis und deswegen sollte man das nicht tun. Meiner Meinung nach ist die Haut am Huhn sowieso das Beste. Meine persönliche Meinung. Viele Low-Carber und so auch Franziska Spritzler erkennen im Laufe der Zeit, dass Low-Carb nur mit einem sehr hohen Eiweißanteil wirklich gut ist und langfristig funktioniert. Es gibt viele Möglichkeiten, den Eiweißanteil zu erhöhen. Im Zweifelsfall tut es auch Fisch aus der Dose. Besonders bei Frauen steigt mit zunehmendem Alter der Eiweißbedarf, wie gesagt, und sie haben mehr Probleme als Männer, genug davon zu bekommen. Die Erhaltung der Muskelmasse wird mit zunehmendem Alter immer mehr zum Thema. Muskeln werden schneller abgebaut als aufgebaut und vor allem schneller als in jungen Jahren und es ist schwerer, sie wieder aufzubauen als in jungen Jahren. Das Problem ist fehlendes Eiweiß in Verbindung mit Bewegungsmangel. Wer nicht so viel Fleisch essen will, kann seinen Eiweißbedarf mit Quark und zum Beispiel ungezuckertem griechischem Joghurt decken. Veganer haben in diesem Szenario nicht die besten Karten. Soja ist die beste pflanzliche Eiweißquelle, aber von Soja sollte man aus vielen anderen Gründen besser die Finger lassen. Es sei denn, es ist fermentiertes Soja. Fermentierte Sojaprodukte kann man essen, alles andere sollte man lassen. Nüsse und Hülsenfrüchte können helfen, den Eiweißbedarf zu decken. So, das war Franziska Spritzler. Jetzt kommt Andreas Enfeld, der Gründer von Diet Doctor. Ich habe ihn schon öfter erwähnt. Er hat als kleiner YouTube-Kanal angefangen. Heute hat er die größte und beste Keto- und Low-Carb-Website der Welt mit Hunderttausenden von Klicks pro Tag. Er arbeitet, wie gesagt, mit mehreren namhaften Ärzten zusammen. Wer die Low-Carb-Szene kennt, Dr. Jason Fung, Dr. David Unwin, Dr. Ted Naiman, Dr. Brian Lenskes, Dr. Tro Kardashian. Das sind alles Leute, die sich in dieser Szene einen Namen gemacht und eine gewisse Berühmtheit erreicht haben. Die meisten von ihnen haben auch Bücher geschrieben, die ihr bei Amazon findet. Ursprünglich ging es bei den Videos von Andreas Enfeld um Gewichtsverlust. Und da war das schon alles sehr erfolgreich. Aber er hat im Laufe der Zeit gelernt, dass diese Ernährungsform viel mehr kann, als nur das Gewicht reduzieren. Inzwischen gibt es auf seiner Website sogar eine Rubrik für Mediziner, die mehr über diese Ernährungsform erfahren wollen. Low Carb
war von Anfang an sein Thema. Jetzt liegt sein Schwerpunkt auf Eiweiß, was auch von wissenschaftlichen Untersuchungen bestätigt wird. Was sagt die Wissenschaft? Auf welche Erfahrungen kann man zurückgreifen? Was mögen die Leute und welche Erfolge sind zu verzeichnen? Wie kann man ein erfolgversprechendes Rezept einfacher umsetzen, um bessere Ergebnisse zu erzielen? Das sind so die Fragen. Seine Website entwickelt sich ständig weiter. Unter High Protein versteht Andreas mehrere Mahlzeiten pro Tag mit Fleisch oder Fisch als Hauptbestandteil. Bei der extremen Version dieser Ernährungsform gibt es Proteinshakes und Eiweißomelettes. Aber das ist nur für die wenigsten von uns erstrebenswert. Fitnessfreaks, Bodybuilder zum Beispiel. Und es ist auch nichts, was auf lange Sicht zu empfehlen ist und was Spaß macht. Bei der abgeschwächten bzw. alltagstauglichen Version dieser Ernährungsform geht es um sehr leckere Lebensmittel, die allen Aspekten des menschlichen Körpers sehr zuträglich sind und vor allem satt machen. Warum essen wir, fragt er. Wir essen eigentlich, was wir wollen und machen uns keine Gedanken darüber. Unser Körper braucht Treibstoff und Baumaterial, um am Leben und funktionsfähig zu bleiben. Deswegen essen wir. Man kann unterscheiden zwischen Nährstoffen, die gut oder lebenswichtig sind und solchen, die nur dem Geschmackserlebnis dienen. Fett und Kohlenhydrate sind Treibstoff und sorgen für den Geschmack. Eiweiß liefert in erster Linie Baumaterial. Eiweiß und Fett sind essentiell, unverzichtbar, aber Fett enthält außer Kalorien nicht viel und deshalb sollte es in Maßen genossen werden. Bei einer eiweißreichen Ernährung, also mit Fisch, Fleisch, Eiern, Milchprodukten etc., bekommt man alle essentiellen Nährstoffe und es ist viel einfacher, als man denkt. Die Natur wusste schon immer, was sie tut, und ein Blick auf unsere frühen Vorfahren, die Jäger und Sammler, zeigt, dass dieses Konzept schon immer funktioniert hat. Protein Leverage bedeutet, dass wir so lange essen, bis wir genug Eiweiß und alle notwendigen Nährstoffe bekommen haben. Für viele Menschen besteht die Nahrung zu einem großen Teil aus raffinierten Kohlenhydraten, Pflanzenölen, Zucker etc. Leere Kalorien ohne Nährstoffe sind das. Wenn Nährstoffe und Eiweiß fehlen, isst man mehr. Dies fördert Übergewicht und Fettleibigkeit. Dieser Zusammenhang wird in Studien immer wieder nachgewiesen. Jäger und Sammler aßen ca. 30% Eiweiß. Heute liegt die Obergrenze bei 12%. Das bedeutet, dass man die doppelte oder dreifache Nahrungsmenge unserer Vorfahren essen muss, um die gleichen Nährwerte zu bekommen. Und damit haben wir das Problem dann mit dem Übergewicht. Eiweiß erleichtert die Gewichtsabnahme, weil es pro Kalorie besser satt macht als Fett und Kohlenhydrate und Nährstoffe in konzentrierter Form enthält. Es ist schwer abzunehmen, wenn man dauernd Hunger hat, und sollte man mit sehr viel Willenskraft dennoch in der Lage sein, sein Ziel zu erreichen, wird der Erfolg nicht von Dauer sein. Mit einem hohen Eiweißanteil isst man weniger und wird trotzdem satt. Eiweiß bedeutet eine bessere metabolische Gesundheit und Insulinempfindlichkeit, also Blutzuckerregelung. Und es bringt Vorteile, noch viele andere Vorteile. Aber wir hören immer wieder, dass Eiweiß die Lebenserwartung verkürzt und andere nachteilige Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Dies ist durch belastbare Studien nie belegt worden. mTOR ist ein Diskussionspunkt, weil mTOR vorzeitiges Altern nun Krebs fördern kann. Aber mTOR ist nur ein Teil des Puzzles. Fett und Kohlenhydrate bzw. ein Kalorienüberschuss spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Übergewicht und Diabetes haben genau die Auswirkungen, die man mit einer Reduktion von mTOR verhindern will, nämlich beschleunigte Zellalterung, Herzkrankheiten, Krebs, Alzheimer etc. Ein höherer Eiweißanteil reduziert die Gesamtkalorien, was sich wiederum positiv auf mTOR auswirkt. Glauben wir Ron Rosedale, dann müssen wir Eiweiß um jeden Preis reduzieren. Und nicht nur diese, sondern auch die Gesamtkalorien, was bei viel Fett und Kohlenhydraten in der Nahrung schwierig ist.
Ted Naiman dagegen sagt, dass sich die Gesamtkalorien mit mehr Eiweiß in der Nahrung von alleine reduzieren. Unsere frühen Vorfahren hatten keine Empfehlungen und Nährstofftabellen und aßen einfach, was da war, wenn was da war. Die hatten dieses Problem nicht, Kalorien reduzieren zu müssen. Das war bei denen an der Tagesordnung, ob sie wollten oder nicht. Beim Gedanken an die frühen Vorfahren kommt mir die Frage in den Sinn, woran Homo sapiens ernährungstechnisch eigentlich angepasst ist. Zu wenig Eiweiß bedeutet Abbau der Muskelmasse, zu wenig Knochenstabilität im Alter, Knochenbrüche oft nach kurzer Zeit gefolgt vom Tod. Entgegen der massiven Propaganda der Veganer gibt es keine belastbaren Daten, denen zu entnehmen wäre, dass weniger Eiweiß besser ist. Fruchtfliegen und Mäuse sind kaum mit Menschen zu vergleichen, denn weder Fruchtfliegen noch Mäuse ernähren sich wie der Mensch. Die gängige Meinung ist, dass der Durchschnittsfleischesser generell ungesünder lebt. Aber es wird dabei außer Acht gelassen, dass der Durchschnittsfleischesser eher zu den Rauchern gehört und mehr Alkohol trinkt, dass er weniger oder gar keinen Sport treibt und generell nicht besonders auf seine Gesundheit achtet. Nicht ganz unwichtig ist auch die Frage, was der Durchschnittsfleischesser neben Fleisch denn sonst noch so isst, wie Marmeladenbrötchen zum Frühstück, Fritten, Kuchen, Süßigkeiten und vor allem, was er trinkt, Bier, Wein, Coca-Cola, Spirituosen, Softdrinks, Energiedrinks. Ach, vielleicht sollte man diese Fleischesser und die Gruppe der Menschen, die neben Fleisch nur Gemüse essen und Wasser trinken, gesondert betrachten. Aber das wird natürlich nicht gemacht. Davon hat ja die Nahrungsmittelindustrie nichts und die Pharmaindustrie auch nicht. Nicht wahr? Wer nur länger leben will, kann den Eiweißanteil in seiner Nahrung reduzieren und damit alle einhergehenden Nachteile in Kauf nehmen. Sicher ist, dass es ihm an Muskel- und Knochenmasse fehlen wird und auch an Energie, Kraft und Ausdauer. Also ein bisschen zu viel Eiweiß ist besser als zu wenig, wie gesagt. Und auch Andreas Ehnfeld steht auf diesem Standpunkt. Er hat seinen Eiweißkonsum verdoppelt inzwischen und festgestellt, dass es sich deutlich besser fühlt. Er hat Körperfett verloren und seinen Bauchumfang um mehrere Zentimeter reduziert, obwohl er jetzt sogar mehr Kohlenhydrate isst. Und sein Insulinspiegel ist so niedrig wie nie zuvor. Also nochmal zum Mitschreiben, weniger Körperfett ist weniger Insulinbedarf, ist weniger Übergewicht, ist verbesserte Insulinsensibilität. So, mehr Eiweiß bringt mehr Abwechslung auf den Speisenplan, nicht weniger. Man muss ein bisschen kreativ sein, dann geht das. Wer viel Eiweiß isst, scheint mehr Mahlzeiten zu brauchen, also eine Mahlzeit am Tag oder zwei könnte dann eventuell schwierig werden. Die Verstoffwechselung von Eiweiß ist mit sehr viel Arbeit für den Körper verbunden und deswegen ist es einfacher und leichter, wenn man das Eiweiß auf mehrere Mahlzeiten verteilt. Andreas war einer der ersten Low-Carb-High-Fat-Pioniere und hatte damit sehr große Erfolge. Viele seiner Patienten haben massiv Gewicht verloren und sind eine ganze Wäscheliste an Krankheiten losgeworden. Im Laufe der Zeit hat er seine Erkenntnisse weiterentwickelt, wie das ein guter Fachmann tun sollte. Seine Devise ist immer noch Low-Carb, aber jetzt mit weniger Fett und dafür mehr Eiweiß. Wir sind genetisch immer noch so gestrickt wie unsere frühen Vorfahren, auf die ich immer gerne mal wieder blicke, um das deutlich zu machen, was heute nicht mehr in Ordnung ist und was nicht funktioniert. Das bedeutet, der Mensch isst auf Vorrat, ganz nach dem Motto, je mehr ich essen kann, desto besser, denn der nächste Winter kommt bestimmt.
Leider funktioniert das heute nicht mehr so, wie das früher mal war, weil es den Winter in dieser Form heute nicht mehr gibt. Also den Winter schon, aber die damit verbundenen Hungerzeiten gibt es nicht mehr. Und deswegen brauchen wir auch keine Speckschicht für schlechte Zeiten. Logisch, oder? Viele, die anfangs gute Erfolge mit einer Low-Carb-Ernährung haben, kommen irgendwann an einen Punkt, an dem es nicht mehr weitergeht. Langfristig funktioniert das Ganze besser, wenn es einfach umzusetzen ist und sich nicht wie eine Strafe anfühlt. Wenn der Aufwand zu groß ist und das Essen keinen Spaß macht, dann ist das Scheitern vorprogrammiert. Auf der Website von Diet Doctor und über die Links in der Beschreibung findet ihr weitere Informationen. Die Website gibt es auf Englisch und Schwedisch. So, das war ein Video zwischen Umzugskisten. Ja, ich weiß nicht, wann ich zum nächsten komme. Ihr wisst Bescheid, ihr werdet es mir nachsehen. Ich melde mich, sobald ich kann. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, gute Gesundheit, ein langes Leben, viel Spaß beim Essen. Tschüss und bis bald.